Fokus quasi das Bild der Great Plains, der großen Ebene. Und auch das gibt es hier. Sogenannte Cattle Stations oder Feedlots, Futterstationen. Riesige Freiluftgehege, in denen über 200.000 Tiere gemästet werden. 60% des Rindfleisches der USA wird in den großen Ebenen produziert. Aufgrund der übermäßig starken Gülleproduktion stehen diese Futterstationen in der Kritik. Umweltschützende fordern auch hier strengere Gesetze. Derartige Anlagen werden in der Regel nicht von einzelnen Farmerfamilien betrieben, sondern von großen Konzernen. Wir nähern uns einer Region, in der vor rund 150 Jahren fast ausschließlich Deutsch und Plattdeutsch gesprochen wurde. Durch dieses Gebiet führt auch der Oregon-California Trail. Und auch die legendären Pony.